In diesem Video nähen wir ein Kleid für 35 cm und 46 cm große Puppen, sowie die Welly Wishes, Puppen von American Girl Dolls oder auch die American Girl Dolls und auch die Götzpuppe. Auch meine neue Götzpuppe kann das Kleidchen anziehen hier. Und auch meine Our Generation Puppe und die Amelie Puppe. Den Schnitt für die Amelie Puppe kann man ja auch in meinem Shop erwerben. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. Alle meine Schnittmuster gibt's auf meiner Webseite und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Die Materialien sind hier aufgelistet, aber du kannst es auch nochmal in Ruhe in der PDF-Datei nachlesen. Wir beginnen, indem wir die Halsträger und Taillenbänder rechts auf rechts entlang der Mitte aufeinander falten und entlang der offenen und abgeschrägten oberen Kante zusammennähen. Dann wenden wir sie nach außen und bügeln sie. Als nächstes versäubern wir die untere Kante der Rockrüsche mit einem Overlock oder Zickzackstich. Nun falten wir die versäuberte Kante auf die hintere Seite des Stoffes und nähen sie fest. Anschließend kräuseln wir die obere Kante der Rockrüsche. Und stecken sie rechts auf die untere Kante des Rockteils. Dann nähen wir die Rüsche an den Rock. Und wir bügeln die Nahtzugabe auf der Rückseite des Rocks nach oben. Als nächstes steppen wir die soeben genähte Naht ab.
Dann kräuseln wir die obere Rockkante. Nun stecken wir die Halsträger an die Markierungen des Kleidoberteils aus Oberstoff und nähen sie mit ein paar Stichen fest. Jetzt legen wir die Taillenbänder mittig auf das vordere Gürtelteil und legen anschließend die hinteren Gürtelteile rechts auf rechts oben drauf und stecken sie fest. Dann nähen wir die hinteren Gürtelteile an den vorderen fest, sodass die Taillenbänder auch mitgenäht werden. Als nächstes stecken wir das Kleidoberteil mit der unteren Kante rechts auf rechts auf das Gürtelteil und nähen die beiden Teile zusammen. Dann bügeln wir die Nahtzugabe auf der Rückseite des Stoffes nach oben. Nun stecken wir das Kleidoberteil aus Futterstoff rechts auf rechts auf das Kleidoberteil aus Oberstoff und nähen sie entlang der oberen Kante zusammen. Mach kleine Schnitte in die Rundungen der Nahtzugabe. Jetzt wenden wir den Stoff nach außen und bügeln ihn.
Dann stecken wir das Rockteil an die untere Kante des Kleidoberteils. Als nächstes nähen wir das Rockteil an das Kleidoberteil und achten dabei darauf, dass wir die Taillenbänder nicht mitnähen. Nun bügeln wir die Nahtzugabe nach oben und versäubern anschließend die Seitenkanten des Kleides mit einem Overlock oder Zickzackstich. Dann falten wir die Seitenkanten rechts auf rechts aufeinander und nähen ca. 2/3 der Kante zusammen, sodass 6 bis 7 cm oben offen sind für das Kleid der 35 cm Puppe und ca. 9 cm für das Kleid der 46 cm Puppe. Wir können die Nahtzugabe an der unteren Kante des Kleides zur Seite falten und mit ein paar Stichen festnähen. Jetzt falten wir die offenen Kanten nach innen und nähen Klettverschluss darauf. Du kannst auch Snaps anbringen. Und dann ist das Kleidchen auch schon fertig. Ich finde das so süß mit den Halsträgerchen hier und mit den Taillenbändern. Ist doch ein schickes Frühlings- und Sommerkleid für die Puppen. Die Puppen freuen sich auch sehr. Und wie immer habe ich meine Lieblingsstöffchen benutzt. Ich bin ja immer so auf Türkis und Lila, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Und ich freue mich, dass der Schnitt jetzt erhältlich ist. Und alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nähen mit mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn du magst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meine Schnittmuster kaufen auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!